Hallo, heute nur ein Labervideo, leider. Meine RPM-Querlenker sind leider noch nicht da. Da gab es irgendwie ein Problem mit der Überweisung, keine Ahnung, irgendwie ist das Geld noch nicht angekommen. Und ja, was gibt's Neues zu berichten? Der Really Rhino 2 ist verkauft, das heißt, jetzt ist Platz für ein neues Auto. Und deswegen heute am PC, weil ich euch das mal ein bisschen genauer zeigen wollte, welches Auto und warum. Und zwar wird das von Hobby King der Mission D. Das ist ein Drifter. Ich wollte jetzt mal Drifts ausprobieren, also Drifter-Onroad-Fahrzeuge ausprobieren. Und da ich nicht gleich in der Oberklasse einsteigen will, wo das Chassis 400 € kostet, probiere ich das jetzt mit diesem hier. Hier vielen Dank an Benny aus dem Forum, vom Forum von Arctic Riss. Benny hat mir da sehr viel geholfen bezüglich, wie das Ganze funktioniert, da ich von Onroad-Fahrzeugen absolut null Plan habe. Also Benny, danke an der Stelle für die Infos, für die Hilfe von dir. Ja, was soll ich dazu sagen? 4WD. Logischerweise, was heißt logischerweise, aber 4WD ist wahrscheinlich erstmal ein bisschen einfacher als 2WD zu driften. Hat Riemenantrieb, zwei Riemenantrieb. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Lipo-fähig, also zwei S-Lipos kann man damit fahren. Der wird aber nicht lange so bleiben, weil die Karosserie gefällt mir absolut nicht. Also Skyline ist geil, kein Problem, aber es gibt keine Lizenzen für das Fahrzeug. Ihr seht schon, das sieht alles ziemlich billig aus. Dann steht nicht Skyline drauf, sondern irgendwas anderes. Statt Nismo steht hier, seht ihr es, NSSMO. Irgendwie total komisch. Naja, auf jeden Fall ist egal. Der Benny hat mir da eine gute Seite ge gezeigt. Das ist die hier, K-Hobbies. Da kann ich euch mal kurz zeigen, was ich nehmen werde. Ich denke mal, es wird eine von Tamiya wegen den Lichteinsätzen und dann denke ich mal, entweder wird es wieder ein Skyline, wie er eigentlich schon ab Werk ist. So einer hier oder Nissan Silvia ist natürlich auch Top-Auto. Muss ich mal schauen, bin ich mir noch nicht so sicher. Videos werden da dazu natürlich kommen, ist logisch. Aber leider zurzeit habe ich nichts, was ich euch zeigen könnte. Es ist zurzeit nichts passiert. Videos sind jetzt natürlich ein bisschen rar. Winterpause ist bei mir vorbei. Das heißt, ich muss auch wieder arbeiten. Und daher ist nicht mehr so viel Zeit dazu. Ja, auf jeden Fall werde ich euch das mal zeigen. Dazu, das ist almost ready to run. Also ihr braucht noch einen Akku und einen Sender bzw. eine Funke. Die bestelle ich auch gleich mit. Das ist hier von Hobby King. Die sieht so ähnlich aus wie die Modellkraft GT2. Oder ist sogar fast baugleich. Die kostet, wenn ihr hier seht, 17,24 €. Also pff, reicht für den Anfang. Wenn es mir gefällt, hole ich mir dann eh noch andere Drifter. Muss ich dann schauen, wie das Auto dann im Endeffekt wirklich ist. Der kostet 74,43 €. Also pff, unschlagbar. Also für den Preis. Und so schlecht soll er nicht sein. Viele Videos gibt es noch nicht. Ja, muss mal gucken. Dann wollte ich euch noch den Kanal von Julian mal zeigen. Julian, der hat gerade angefangen mit RC-Videos und hat mich gefragt, ob ich seinen Kanal mal zeigen könnte. Und tja, warum nicht? Also, er ist Mitglied bei uns im Forum, also bei RC Chris, seinem Forum. Ist ein netter Kerl, hat gerade angefangen, ist glaube ich 15, wenn ich mich nicht alles täuscht. Er hat hier jetzt zurzeit nur diesen HPXX Missile, aber er wird oder hat schon einen Traxxas Slash, den gleichen, den ich habe. Hier oben seht ihr es schon in seinem Banner. 2WD XL5, also Brushed. Und war, schaut mal bei ihm vorbei, abonniert ihn. Kostet ja nichts und tut keinem weh. An der Stelle wollte ich mich auch mal bedanken für 50 Abonnenten. Danke dafür. Ging relativ zügig, muss ich sagen. Ich meine, so aktiv.
aktiv bin ich ja zurzeit leider nicht. So viele Videos habe ich auch noch nicht oben, aber auf jeden Fall cool. Freut mich, dass es ankommt. Weiter so. Abo-Special wurde ich angeschrieben, aber bei 50, aber vielleicht bei 100. 100 mache ich vielleicht eins. Ich bin jetzt auch nicht so der übelste kreative Mensch. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich machen sollte bei 50 oder bei 100 Abonnenten. Muss ich mal schauen. Auf jeden Fall danke dafür und auch, dass so viele aktive Member, also ich kriege für meine gerade mal 50 Abonnenten ziemlich viele Nachrichten von euch. Das finde ich echt top. Ja, vielen Dank dafür. Was gibt's noch zu erzählen? Ich wurde gefragt, warum ich denn überhaupt Videos mache. Also was der Anlass dafür ist. Eigentlich fing das so an, hab ich ja eigentlich schon mal erzählt. Ich habe jetzt wieder den Modellbau für mich entdeckt, also den RC-Modellbau oder RC-Sport. Und wollte halt dieses Dreckige nicht mehr, also Verbrenner sowieso nicht. Und habe mich dann auf der Suche gemacht, so habe so ein bisschen bei YouTube geguckt und habe festgestellt, dass es nicht viele aktive Deutsche gibt, also die gute Videos machen, die es von Traxxas oder allgemein von Offroad und von Bashen elektromäßig Videos machen. Jeder kennt von euch natürlich wahrscheinlich RC Chris. Also ich mag RC Chris, ich mag seine, ich gucke jedes Video von ihm. Gar kein Thema. Aber er macht halt Offroad-mäßig nur Verbrenner, also größtenteils Verbrenner und viel Onroad, was ich aber persönlich nicht viel fahre. Seine Videos sind alles top. Er ist ein absolut geiler Lackierer. Also die Karosserien sind echt der Hammer. Elektrik brauchen wir ihm auch nicht vormachen. Aber ist halt nicht das, was ich gerne oder was ich persönlich mache. So, dann gibt's noch größeren Laser natürlich. Unboxing-Laser oder Multikulti-Laser, wie auch immer. Macht auch super Videos. Ich gucke auch jedes seiner Videos. Macht viel Unboxing von sämtlichen Kram. Absolut geil gemacht. Aber er macht halt nur Verbrenner. Größtenteils jetzt mit dem HPI, ja, okay. Aber auch nicht so meins. Dann haben wir, wen haben wir noch? Darkenizer RC. Macht von Traxxas. Macht Bashing-Videos. Aber nicht so meins. Deal irgendwie, also er hat Ahnung, gar kein Problem, also er hat richtig viel Plan von der ganzen RC-Geschichte, aber seine Umbauten gefallen mir absolut nicht. Also ich weiß nicht, was er sich dabei manchmal denkt, irgendwelche Abflussrohre ans Auto zu schrauben, ist nicht so mein Ding. Ja, der einzigste, den ich gucke, ist DJ Matic. Und DJ Matic ist, wie wahrscheinlich einige von euch wissen, also RC Adventure, ist Kanadier. Ich kann zwar gut Englisch, aber ist halt nicht dasselbe wie ein Deutscher. Also dachte ich mir, machst du deine eigenen Videos, vielleicht kommt das ja einigermaßen an. Ja, es kommt ja einigermaßen an, bin ich der Meinung. Ja, das ist eigentlich der einzigste Grund, weil ich keinen gefunden habe, der das so macht wie ich. Habe ich das einfach selber in die Hand genommen, sage ich mal einfach mal so. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ja, so ist das. Also wie gesagt, der kommt, dann hoffe ich, dass Laufe der Woche jetzt endlich meine RPM-Teile kommen. Dann mache ich davon auch nochmal ein Video für meinen Mini-Revo. Dann ihr seht schon, in meinem Warenkorb ist es schon, ist nur noch nicht bestellt. Ich werde den einfach von den Einnahmen vor meinem Really kaufen. Das ist problemloser, da muss ich jetzt nicht extra nochmal was ankratzen. Also warte ich jetzt, bis mein Really verschickt ist, also beziehungsweise bis ich das Geld von dem Käufer habe. Dann wird der hier bestellt. Da wird er erstmal so gefahren, wie er ist. Und dann geht's los mit Karosserien und Licht und ja, Felgen wahrscheinlich auch. Also ich denke mal, äußerlich wird er dann nicht mehr original sein, also zumindest nicht viel. Ja, was kommt jetzt noch in nächster Zeit? Erstmal jetzt nichts in Planung. Ich hatte im Forum mal was vermerken lassen,
Von einem Thunder Tiger MTA4, glaube ich, war das. Das war damals eins meiner ersten Autos. Das ist ein Verbrenner. Und ein Kumpel von mir möchte den gerne loswerden. Der steht schon ein paar Jahre bei ihm rum. Und ich hatte überlegt, das Ding auf Brushless umzubauen. Der hat aber jetzt irgendwie so ein paar Problemchen. Keine Ahnung. Also meldet sich irgendwie nicht. Keine Ahnung. Ich hoffe, dass er sich da nochmal meldet. Und ich das Ding abstauben kann. Wenn ich den kriege, wie gesagt, werde ich den auf jeden Fall auf Brushless umbauen. Werde das natürlich alles per Video festhalten. Was gibt's noch für neue Infos? Ja, Summit, Traxxas Summit. Der müsste jetzt auch irgendwann im Februar erscheinen. Also im nächsten Monat. Ich schätze mal so Mitte, Ende Februar muss ich mal schauen, wie sich das dann ergibt. Weil er ist ja nicht gerade billig, ne? Also ich bestelle ihn schon, wo er am billigsten ist, und da kostet der Spaß 530 €. Ja, ist eine Menge Holz. Kann ich jetzt nicht einfach so aus dem Stegreif einfach mal herzaubern. Weil ich bin jetzt nicht unbedingt der übelste Vielverdiener. Dann habe ich natürlich noch Kind und alles und Wohnung und ist halt alles nicht so einfach. Aber das wird auf jeden Fall noch kommen. Da warten ja sicherlich schon ein paar Leute von euch drauf, bis der kommt. Ja, ansonsten, das war's von mir erstmal. Ja, jetzt habt ihr erstmal einen kleinen Einblick bekommen, warum zurzeit nicht so viele Videos kommen, weil was soll ich euch groß zeigen, wenn noch keine Teile da sind? Ich hoffe, das erledigt sich mit dieser scheiß Bank. Das ist irgendwie jetzt schon das zweite Mal oder dritte Mal. Ja, keine Ahnung, was da schon mit der Phase ist, keine Ahnung. Werde mich auf jeden Fall drum kümmern und ja, ich würde sagen, schöne restliche Woche und bis zum nächsten Video. Haut rein, bye!